Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pros Dark Flame mit einem Infernoid Layer of Darkness Deck. Hat man schon ein paar Mal gegen uns, jetzt spielen wir es mal selber. Ja, das ist im Prinzip der übliche Schmarrn. Du hast eigentlich Inferno jetzt mit dem netten Bonus, dass du dem Gegner in seinem Zug seine Viecher wegtributen kannst, um ihm um die Crow-Effekte zu kriegen. Gio Kaio. Achso, Gio Kaio kennen, okay. Na gut, wenn er meint. Okay, wir haben Leia, wir haben Dekatron. Dann normen wir einen Dekatron, legen uns den Boy rein, der Monstereffekte negiert, denke ich. Also der Deviati war das, glaube ich, oder? Dashen Meine bitte. ich. So, der hat gesagt, wenn er kommt, schießt der Zauber Fallenkarten. Und er Ja. kann aktivierte Monstereffekte negieren, genau. Dann haben wir Layer of Darkness, haben eine Set und Go. Auch wenn wir die gerade noch nicht aktivieren können. Doch, eigentlich schon. So stimmt, den Effekt mal benutzen. Schade, dass sie sich aktivieren muss und deswegen jeder Zug geogert werden kann. Der Gegner hat vier Karten extra, die ich gerade sehe. Hi. Staff kenne ich, aber Rope? Also, ich weiß auch, was die. Ich kenne natürlich auch den Rope, Hi. aber das in einer spielt, wäre mir neu. Ja, gut, so kann man den Effekt von Deviati auch umgehen. Können wir jetzt nicht denn die Madness aktivieren? Nein. Lies sie doch mal Ach durch. so, wir müssen eine Void ZF. Eben. Oh wow, zweiter Ash. Patrouille und Rums. Ja, also bannen wir den Dekatron. Ja. Na dann, tschüss, Rope. Das ist ja jetzt das Viecher, das um. Ich schaue um 2000 boostet die. Na, aufgeschissen. Wir haben zwei Ashes und geht eh nur eine pro Zug, also von daher. Ja. Das ungern. Vor allem dann Angriff mit dunkler Magie abgeschmissen. Denn gut, so Bleiswort zieht ihm jetzt eine Karte, aber von mir aus. Dann da war mal. Bei erster Gelegenheit, also bei der besten Gelegenheit, nicht bei der ersten, machen wir Patrouille. Sagt ihr offenes Monster? Das geht nicht, weil der Gegner hat kein offenes Monster, das kann also nicht Dark sein. Der sagt ja auch nicht Tribut von Darkness, er sagt nur Tribute Monster oder. Nee, warte. Achso, Layer of Darkness sagt, dass nur Dark Monster tributiert werden können vom Gegner, ne? Genau. Ja. Dann lassen wir's. Ja, So als schon. Venus mag ich gern. So, wir könnten mal seinen Supply Squad mit der Patrouille über den Haufen schießen. Ja, machen wir. Defense activate bitte. So, das war's einfach ein Upstart. Dann Lilith und Angriff. Ist halt dann nur. Na egal. Was haben wir jetzt theoretisch eigentlich? Achso, den Schmarrn. Ja gut, der kann ich angreifen, die hat 1000 Attack, also. Ja, kann man es trotzdem probieren. Also die 1000 nehme ich, wenn das eine weitere Robe ist. Hat er falsche Das. Karte. Ja, schon. Kannst du abbrechen? Nee, weil ich habe ja den Aktivier-Command gegeben. Dann Zu schnell macht's geklickt. nichts. Macht nichts. Dann Wollten hätten wir gerne mal Impermanenz, Impermanenz oder Impermanenz. wir das haben wir ja schon. Und ich meine, wir müssen ja nicht so tun, als ob er eine Wahl hätte. So, und go. So klar, wir kriegen eine Token, weil wir diesmal tatsächlich was tributet haben. Immerhin. So, deck was auf und ich tribute es dir weg.
Oder machen Foolish. Ist okay. Ja, ich wüsste es nicht. Ich meine, wir können ja eh derzeit die Patrouillereffekt benutzen, weil er irgendein offenes Monster hat. Wir können den auch so benutzen und den Token wegtributen. Ja, aber optimal ist irgendwie was anderes. Was ist das jetzt? Ich rate jetzt einfach mal und sag, der hat keinen. Auf der anderen Seite hat er sich nicht die Mühe mit dem Foolish gemacht. Ja, dann schießen wir ihm den mal. Andererseits, dann ist der ja Patrouillereffekt raus. Und wenn dann den Dark Magician dann doch aussagt, dann ist der auf dem Feld. Wir können einfach den Dark Magician abwarten, den er holt und den mit Patrouillere wegtributen. Stimmt. Sehen wir gleich, ob er einen auf der Hand hatte? Nee, hatte er nicht. Okay. Den kann in jeder Zugphase gemacht werden, oder? Der kann sich immer gönnen. Dann kann man also kann das jetzt gerade mal ausstellen. Jetzt nimmer. Und dann müssen wir mal in Respawn sein Dark Magician wegtun. So, und der überfliegt auch Dark Magician. Ja. So, verpufft die Karte jetzt? Nein, weil aktivieren durfte er es ja trotzdem. Jetzt hat er es aktiviert. Ja gut, aber sie sagt, dass wir, diese Karte sagt, dass alle Zauberfallenkarten gestört werden, wenn man einen Dark Magician kontrolliert. Das kann man auch so rumlesen. If you control a Dark Magician, Aktivierungsbedingung. Aktivierungsbedingung Ende. Destroy all spell traps. Aktivierungsbedingung wurde erfüllt, also durfte er es zünden. Was danach passiert, ist dem Spell scheißegal. Wir könnten Token für die One-for-One-Tributen, oder? Nee, müssen von Nein, ankommen, du musst ein Monster abschmeißen. Na gut, Dekatron wäre schon gut zu haben. Da haben wir gerade so ein bisschen gar nichts gerade aktuell. Das hätte ich gesagt, kein Aufsparen. Ich würde jetzt versuchen, mit Patrouillier einfach über sein Viech drüber zu stanzen und dann mal gucken, was passiert. Können wir die Token auch in Attack drehen, theoretisch. Weil Spiegelkraft kann ja keine liegen. Ja, von mir aus. Übrigens, sorry wegen dem Sound, aber sein Headset ist kaputt. Ja. Das Neue ist bestellt, sollte die Tage ankommen. Alles klar, das war ein ausgebildeter keltischer Wächter. Zugegeben, der kam unerwartet. Ich hatte eigentlich fest mit einer Robe gerechnet, weil ich glaube, der Stab hat keine relevanten Dev. Nee, der 1000. Außerdem hätte er die niemals gesetzt, er hätte genommelt, um sich einen Kreis oder so zu suchen. Eben. Der ausgebildete keltische Wächter ist hochinteressant. Ja, dann können wir den noch anschauen und irgendwas verbinden von ihm. Mhm. Dann so. Geht mal wahrscheinlich die Robe stiften. Ja. Ja, weil die kann am ehesten noch was von den Karten da. Alles klar, Breaker. Hi. Jetzt weiß, warum ich nicht einfach so Dekatron holen wollte. Das ist, glaube ich, gerade gar nicht mal so. Doch, das ist sogar sehr gut. Ja, weil wir einfach. Schmeißen wir das One for One ab, oder? Ja, natürlich. Machen wir damit. Wobei, wir können noch. Doch, wir müssen das One for One abschmeißen, weil das ist danach tot, weil wir holen damit zwei Dekatron aus dem Deck. So, den nicht ashen. Ja, wir holen natürlich eine Madness. Und ja, im Gegensatz zur letzten können wir die sogar aktivieren. Ja. Ich überlege so gerade, ob wir das in der Drawphase zünden oder warten, bis er mit Breaker schießt. Also setzen tun wir das Ding auf jeden Fall. Ja, klar. Ich würde warten, bis er schießt. Ja, wenn es irgend geht, dann drehen wir es erst End of Turn. Das wäre eigentlich der Idealfall. Auf dem Papier kennt er die Karte und okay, nevermind. Na dann. Ja, nee, aber wie gesagt, das Play ist ja richtig. Ich hätte das an seiner Stelle auch getan. Weil es ist halt dazu zwingt, die Karte zu machen. Genau. So, dann haben also wir mal Dekatron, Dekatron und wie heißt er, den Level 6er? Ach, den haben wir gar nicht. Wir haben nur einen Dekatron bis jetzt raus, dann haben wir zwei raus. Nee, nur einen bisher, aber anscheinend haben wir den Level 6er nicht im Deck. Okay. Das ist wohl die Salzimmers nehmen. Oder 4 und 3. Bei der Feldsituation wären 4 und 3, glaube ich, besser. Nee, Salzimmers, weil Salzimmers hat einen ganz guten Effekt und den Dekatron sind wir eh gleich los, das können wir nicht verhindern. Da können wir noch einen Salzimmers ist gegen sein Deck ein ziemliches Viech. Wegen dem Banish, meinst du?
Unchain bitte und nein, nichts Unchain. Monunku? Weil Deviati haben wir schon. Nehmen. Nochmal was? Das hat gerade weggeleckt. Hast du Atondel oder Onunku gesagt? Hallo? Yep, da hört mich wohl jemand nicht. Onunchu. Danke. Ja, schön, dass du es gesagt hast, aber ist es nicht angekommen. Nein, wir würden gerne nichts als Masse aktivieren, um ihn selber wegzutributen und den Gegner an der Karte zu banishen. Der sagt nur Tribute One Monster, wir können auch den Negatron tributen. Ja, Glückwunsch. Der stirbt jetzt sowieso und so banishen wir die Karte. Ich meine, wieso nicht? Ja, von mir aus. Eigentlich ungern. Bei Oga. Den hätte er. Nee, Quatsch, er hat den Breaker. Doch, den Ogre, wenn er den überhaupt eben nachziehen müssen. Oh, hallo, nicht Stimpermanence. So, wenn wir jetzt. Okay. Hätten wir den Atondel weggelegt, hätten wir jetzt Liefel, glaube ich. Oder war auch so Liefel? Nee, haben wir nicht. 3900, nee. Der ist ja schon alle Monster, nur nicht nur seine. Ja, ja. Okay. Dann würde ich gar nichts holen und einfach angreifen. Ja. So, und wann genau aktiviert sich der Effekt? End of the battle phase. Genau, can. Also, machen wir nicht. Weil er hat ja keine Karte mehr. Also, So, set in permanence, go. Mhm. Gucken, was jetzt kommt. Hä? Das war ein Demog? Ja. Das ist eine Apprentice Illusion. Ah. Hi. Die sucht jetzt noch einen Dark Magician, oder? Ja, Glückwunsch, darf er haben. Ja. Ich meine, die Karte ist ein bisschen ungeschickt platziert. Weil Impermanence und so. In anderen Worten, wenn wir jetzt ihn dazu kriegen, die Karte zu aktivieren, bevor sein Apprentice Illusion rippt. Ja gut, am Ende Battle Phase kann der sowieso banishen. Dann Puff. Ja. Einfach Puff und gar nichts anderes. Attack, nicht Activate. Oh, er macht's nicht. Und Ende der Battle Phase Effekt. Ja dann. Banish from Field. Ne, den Effekt wollen wir. Nicht Unchain. Danke. Tschüss. Cursed Seal of the Forbidden Spell, alles klar. Das ist interessant. Main Deck habe ich die auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich meine, Side Deck ja, aber Main Deck? So, noch eine Set Card. Okay, jetzt bauen wir Ununcho, weil jetzt ist er mit Ununcho und Normal Summon tot. Das sind bei mir aber 3700. Wie kommst du? 3000 plus 1700 ist bei mir 4,7. Achso, ja klar! So, nochmal den aus dem Friedhof, würde ich sagen. Haben wir genug Materialien im Friedhof haben? Ja, wir haben einen Dekatron, Patrolea und Deviati, das sind genug. Ja, okay. So, 1, 2, 3. Erst wenn wir es nicht hätten, ob wir es aus der Hand banischen und ihn vom Friedhof zu holen oder den aus dem Friedhof banischen und ihn von der Hand zu holen, macht es nicht den Unterschied. So. Nicht unchain, weil lohnt sich nicht. Aber. Dann Normal Summon, Angriff tot. Jo. Marshmallow. Wie zum Henker bist du mit 3000 plus 1700 auf? Ich habe auf dem Weg irgendwo 1000 verloren.
Weil ich dachte, das halt nur, sind nur 7 und er hat 9, aber ich habe einen Tausender vergessen in der Rechnung. Ja, okay. War ein langer Tag und es war scheiße heiß. Ja, und ich hatte heute eine Klausur. Ja, Glückwunsch. Na dann. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, das sind wir. Wir haben zweimal Ununku, zweimal Deviati, einen Darkest Diablos, einen Atondel, zweimal Seizimas, dreimal Patrolea, dreimal Arima, zweimal Lilith, zweimal Hermadik, dreimal Ash, dreimal Dekatron, ein One-for-One, dreimal Imagination, dreimal Vanishment, dreimal Leia, dreimal Impermanence und dreimal Madness. Ja, ist im Prinzip normaler leer Inferno-Haufen, soweit ich das beurteilen kann. Kann sein, dass der genetdeckt ist, muss aber nicht sein, also sagen wir mal im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Den Diabolus kann man mit dem Arima auch suchen, ne? Mehr Def, ja. Also der hat mehr als 2000 Def. Also 2000 halt. Also ja, kann man. Ja, ich würde halt noch den Siette reinschmeißen. Stufe 6er. Den hier. Genau. Der wird wirklich mit J geschrieben. Da, der da. Hat zwar auf dem Feld nicht ganz so guten Effekt wie... Der Feldeffekt ist komplett für den Arsch, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass du den Feld verdeckt hast. Eben, darum geht's. Weil er halt Stufe 6 ist. Und nicht Stufe 7. Genau, und dafür einfach... RIP, keine Ahnung. Ein Deviateros oder irgendwie sowas, da findest du Platz. Ansonsten kann man überlegen, Mind Crushes, wobei du hast genug Traps, die bricken sonst nur, das passt. Ja, eigentlich ist das grundsolide. Das Problem ist halt an dem Deck, dass du ja, das Deck ist halt endlich stark und irgendwo ist dann halt Schluss. Es ist halt der Gegner einfach mehr hat, dann hat er halt mehr. Es ist halt einfach nicht das gleiche wie ein Fernoid-Rasenmäher. Naja, solange du den Rasenmäher nicht ziehst, war ein Fernoid-Rasenmäher genau das gleiche, sogar deutlich schlechter. Aber es hatte mehr Steam. Ja, wenn du ihn halt ziehst, hast du mehr. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht. Ja gut, aber ja. Hier die Fusion, der Fusionsspell gibt dem Deck ja auch richtig viel Power, wenn der Gegner ein Extra-Deck-Monster hast, was, wie du richtig angemerkt hast, eigentlich doch vergleichsweise häufig der Fall ist, obwohl wir, glaube ich, in der aktuellen Meta noch verhältnismäßig viele Decks haben, die der First Turn kein Extra-Deck-Monster hinstanzen. Draco macht's nicht, Palio macht's im ersten Zug nicht, Janeburn macht's nicht. Beziehungsweise, wenn Palio das im ersten Zug macht, hast du ganz andere Probleme. Ja. Weil dann geht der Fusionsspell schon mal nicht durch, das ist dann schon mal das erste Problem. Dann was erwartet. Und wenn doch, hast du eventuell kein Extra-Deck-Monster mehr auf dem Gegner. Also, wenn du halt vorher den irgendwie rausbaiten kannst, weil er sich unter Umständen die Tod wegtributet. Ja, genau. So oder so, deswegen sage ich ja, du kriegst den Fusionsspell nicht durch. Ja. Entweder du forst mit dem Fusionsspell selber die Tod raus, oder du forst sie anders raus und dann hat er die Tod nicht mehr. Richtig. Naja, egal. Also Palio ist ein Problem, True Draco ist ein Problem, technisch gesehen Inspector Borders dann, aber das spielt zum Glück keiner. Ja, gut, theoretisch Janeburn, wenn wir es gerade erwähnen, weil wir das gestern gegen uns hatten. Das war ja, aber das ist auch nicht Meta. Das ist ja auch nicht Meta. Time Lord Control ist auch nicht Meta. Nein. Vor allem war da dieser richtig gute Time Lord, diese Stufe 10er fehlt noch. Den haben wir noch nicht. Stimmt. Ansonsten der Rest hat extra Deckmonster. Ja, und die stanzen die auch allesamt extra Monster First Turn hin. Außer Trickster, die beenden nur mit einem extra Deck Monster eine Engage ziehen oder eine Horn Drones, wenn die nicht, dann nicht. Stimmt, die haben vielleicht ein extra Deck Monster. Ja. Aber Goki bastelt dir Safe was. Ja. Wobei kriegst du ein Goki Board geoutet, wenn der Gönnung hat? Wenn der ein U hat, nicht, glaube ich. Ja gut, das ist ja noch nicht Gönnung. Gönnung ist ja U plus Trigate. Ja, aber mit einem U kannst du schon mal, abhängig davon, wie er das U gebaut hat, wenn er das U mit der Mermaid und dem Unicorn gebaut hat, kannst du schon die Fusionsspell auch vergessen. Doch, da kommst du durch. Ich rede von der Fusion.
weil du keine Exotic-Zone hast. Ach so, ja. Aber du kriegst an sich kriegst du das sogar geoutet. Seitzimmers müsste das outen. Ja, weil der greift an und Ende der Battleface flippt er was weg, ohne es zu zielen. Und ich glaube, ja, nee, dagegen sind sie nicht geschützt. Dagegen haben die nichts. Klar, aber mir ging es gerade um die Fusion. Ja. Um Sachen, die man grundsätzlich nicht outen kann, sondern ging es darum, wie man die Fusion gescheit rauskriegt. Das Problem ist natürlich, du musst den Seitzimmers in dem Fall hard drawn, weil du hast nicht die Zeit, um dir zu suchen und du, ja, egal. Und die haben alle nicht, und es gibt kein Viech, was wenig genug Attack hätte, dass du mit dem Dekatron den Seitzimmers imitieren könntest. Ja, vor allem, weil der Dekatron 1000 weniger hat. Mermaid und so. Sag ich ja, nichts von denen hat zu wenig Attack, da müsste was mit 0 Attack liegen haben, damit das funktioniert. Ja. Anyway. Ja, das Deck kriegt 12 Punkte. Ja, sieht solide aus, kann Sachen machen. Und kann Zeug über den Haufen schießen. Mhm. Also, du kannst halt theoretisch gegen fast alles gewinnen, weil du mit Lea plus ein paar Quick-Effekten so einen Lock aufbauen kannst, dass da einfach kein Durchkommen mehr ist. Deswegen, Angriff über Dekatron ist natürlich ein grundsolides Counterplay. Ja. Aber auch nur kurzfristig. Deswegen, wie gesagt, 12 Punkte hierfür. Wenn ihr es eure Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Sonst hat es euch gefallen, dann vergesst nicht zu bewerten und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.